Der Berliner Platz in Schwerin soll für ca. 100 Millionen Euro erneuert werden. Der Plan der Wohnungsgesellschaft Schwerin, WGS, ist folgender. Die grauen, alten Gebäude werden durch bunte Neubauten ersetzt. Für dieses Vorhaben muss auch der ehemalige Stadtteil Treff Eiskristall sowie das fünfgeschossige Wohnhaus in der Pankower Straße abgerissen werden. Dies gestaltet sich jedoch nun deutlich komplizierter als gedacht. Grund dafür sind zwei Mieter, die trotz Kündigung und bereits vermittelter Ausweichwohnung nun doch nicht ausziehen wollen. Die WGS ist daran interessiert, eine außergerichtliche Einigung zu finden, um weitere Verzögerungen im Zeitplan zu vermeiden. Aus diesem Grund wird bereits mit der Entkernung des Gebäudes begonnen, zumindest so weit, wie es mit den zwei bewohnten Wohnungen noch geht.